Etwa 53 Millionen Deutsche legen Wert auf eine glückliche Partnerschaft. Doch was die meisten nicht wissen, wie lange einem der Partner zur Seite steht, hängt auch vom jeweiligen Bundesland ab. Das hat die Berliner Paartherapeutin Diana Böttcher in einer aktuellen Studie festgestellt. Dazu hat sie das Google-Suchvolumen der einzelnen Bundesländer analysiert und so die Intentionen der Bewohner verfolgt. Ihrem Ergebnis zufolge geben die Paare in Bremen ihre Beziehung am schnellsten auf. Denn dort haben 63% Google-Anfragen gestellt, die auf das Ende der Beziehung hinweisen. Darunter Suchbegriffe, wie etwa Schluss machen, Trennung oder Scheidung. Die glücklichsten Pärchen scheint es laut der Studie direkt nebenan zu geben, in Niedersachsen. Knapp 51% der Pärchen suchen dort nach Tipps für den Erhalt ihrer Liebe. So googlen etwa 13% nach dem Begriff Paartherapie. In Bremen hingegen ziehen nur etwa 6% eine Therapie in Betracht. Auch deutschlandweit zeigt sich eine Tendenz in Richtung Trennung. Jeden Monat suchen mehr als Menschen nach Begriffen wie Scheidung oder Trennung. Nur googlen nach Suchwörtern wie Beziehung, Retten oder Eheberatung. Wäre es da nicht sinnvoll, bei einer Krise zukünftig einen Umzug nach Niedersachsen in Betracht zu ziehen? Nicht ganz so wagemutigen empfiehlt Böttcher eine gemeinsame Therapie, 75% der Paare finden nach einer Paartherapie wieder einen Weg, sich emotional aufeinander einzulassen und ihre Partnerschaft neu aufleben zu lassen. Es zeigt sich also, dass Liebe und Trennung näher beieinander liegen als oftmals angenommen. Amen.